komm mal mit ins Bild. Ich weiß nicht, ob man noch sehen kann, aber wir sind jetzt hier Köln Messe unterwegs. Willkommen bei Brandenbecker TV. Hier an Moderation. Ja. Jetzt bin ich hier und hier ist Party. Was ist denn anders? Bilderwürze. Anders als normal. Ach, was haben wir lange drauf gewartet? Endlich wieder Gamescom. Ja. Normalerweise wäre das ja überhaupt gar kein Problem. Ne? Du brauchst finden, wo hier THQ ist und so. Ne? Weil normalerweise ist das ja eigentlich gar nicht so schwer zu finden. Aber das jetzt hier ist schon ziemlich schwer zu finden. Weil das fängt nämlich hier an und dann geht er da und dann geht er da und dann da und da ist ja immer noch nicht Schluss. Cocktails und ja, toll. Guck mal hier. Was der Weltmeister in. Was ist das? Weltmeister in was? Fahrrad. Am Donnerstag auf der Gamescom habe ich immer schlechte Laune. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich mache aber auch immer die Grimmigen, oder? Was sagst du dazu? Interessant. Sie will nicht lachen, weil sie denkt, sonst geht ihre Schminke eben so kaputt, ne? Ich hab vor allen Dingen Angst, wenn ich anfange zu lachen, dass ich mir aufhöre zu pusten. Das ist echt schlimm. Ja? Ja, also ich, wer es noch nicht erkennt, ich bin irgend so ein Klingone und ne, hier ist Lieutenant Commander Data. Mahlzeit. Jetzt gehen wir mal rein. Jetzt gehen wir mal rein auf die Gamescom, ja. Gehen wir über die Gamescom. Gucken, ob uns irgendwer erkennt. So, sieht wieder einigermaßen normal aus. Wie man halt normal aussieht, wenn man Björn und Jenny ist, ne, und sind. So. Ja, was machen wir denn heute? Wir sind jetzt am letzten Tag hier, das ist Samstag, der vollste, genau. Aber nicht der wärmste. Ne? Das ist schon mal gut. Und ja, gehen wir mal, wir gehen gleich noch zum Jo Hesse. Ja, Livestream von Wild Mike. Ja, also da sehen wir Lars oder so, der heißt wirklich so, also Lars oder so ist ein tatsächlich ziemlich bekannter YouTuber und unser Sohn, der mag den und guckt den oft, deswegen kennen wir auch verdammt viele Videos von dem. Eigentlich haben wir gedacht so, hey, wir können ja mal vorbeigehen und vielleicht irgendwie so ein Autogramm oder Foto abstauben, aber das ist tatsächlich extrem schwierig, weil Lars eine auch extrem lange Schlange hat an Menschen, die dafür anstehen, um so ein Autogramm zu ergattern. Das ist tatsächlich krass und da würden wir lange anstehen. Deswegen muss es jetzt einmal kurz reichen, wenn wir uns hier hinstellen. Und Jan, siehst du, der ist tatsächlich hier bei Mama und Papa. Aber du mögst uns es verzeihen, wenn wir da uns jetzt nicht anstellen. Vielleicht magst du ja irgendwann mal mitkommen und dir selbst ein Autogramm holen. Ja. Krass, es gibt von diesen Signing Areas auf der Gamescom tatsächlich mehrere und die sind verteilt in unterschiedlichen Hallen. Es gibt eine in Halle 8, es gibt eine in Halle 10, da sind wir jetzt gerade und es gibt auch noch eine in Halle 7 und da sind ziemlich viele Content Creator unterwegs,
für jüngeres Publikum, so wie hier zum Beispiel, aber auch für älteres Publikum, die Meet and Greets machen oder halt Autogrammstunden. Ganz spannend. So, wir sind fertig, ne? Da oben geht es noch zur Messe raus hier, die ganze Treppe runter und wir machen jetzt die Abmoderation sozusagen. Genau. Während die ganzen Leute nach Hause gehen, die hier direkt am Bahnhof, Köln Messe Deutz steht da, ne? Und wir haben uns schon mal irgendwie angezogen fürs Abendessen, nochmal umgezogen, weil man sich hier ständig umzieht. Warum zieht man sich hier ständig um? Weil man die ganze Zeit schwitzt. Weil man schwitzt wie bekloppt, ne? So. So, was waren denn deine Highlights jetzt von der Gamescom? Das ist jetzt nicht so einfach. Ja. Es wurde viel genannt, aber auch völlig zu Recht. Das Wrestling war auf jeden Fall ein Highlight auf der Gamescom. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Die Wrestler sind auch echt sehr witzig und total nett und haben ganz viel Fails gemacht. Ansonsten fand ich den Stand von THQ Nordic dieses Jahr sehr gelungen, sehr viel größer als sonst, haben auch sehr viel Lob bekommen und super. Bei den Leuten will ich eigentlich gar nicht wirklich jemanden da rauspicken, weil die waren alle extrem nett, extrem gut gelaunt, extrem zum Anfassen und das ist cool. Also jeden, den wir gesehen haben, irgendwie vielen Dank. Das war eine der besten Gamescom, würde ich sagen, die wir hier mitgemacht haben. Das würde ich auch so sagen, obwohl wir hier gar keinen offiziellen Auftrag hatten. Ohne Spiel, ja. Ja, ohne Spiel und so, das war auch wirklich toll. Ne? Ich glaube, das Cosplay war mein Highlight, wo wir auf die Bühne gegangen sind und von EOS Andy fotografiert worden sind. Das war mein Highlight auf jeden Fall. Ja. Völlig zu Recht, ja. Und ich hoffe, wir können das auch nochmal toppen, wenn wir dann auch wieder ein Spiel haben, das wir dann zeigen können. Absolut. Das wäre cool. Also für alle, die gesagt haben, oh, ich bleib zu Hause, ne? Also ja. Also für uns hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Das war richtig, richtig cool und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Gamescom nochmal, ne? Und Vielleicht als kleiner Tipp für alle, die selber mal eine Gamescom besuchen wollen oder wieder mal eine Gamescom besuchen wollen. Erstens, ein kleines bisschen Werbung. Hallo Petra, die Gameswirtschaft hat einen extrem guten Überblick gemacht, wie und wo was stattfindet an jedem Tag, also jedes Event. Es gibt eine sehr gute Hallenübersicht, die man sich angucken kann. Macht euch vorher einen freien Plan. Fragt euch, wen würde ich gerne sehen, was würde ich gerne sehen. Schreibt euch das auf, recherchiert im Internet, wo ihr das findet und dann ab nach Plan. Dann werdet ihr, also ich habe tatsächlich nach meinem Plan alles gefunden, was ich hätte sehen wollen. Das ist extrem gut. Super. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es heißt Piranha Becken TV. So sieht's aus. Bis dann. Bis dann. Jetzt fällt mir aber auch der Arm ab. Mir fallen die Füße. Und die Füße.